Ja, Freunde, willkommen zurück auf dem Uncut-Channel. Heute, nach sehr langer Zeit, ne? Nach sehr langer Zeit mal wieder eine Uncut-Runde auf Caldera. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte ehrlich keine Lust mehr, keinen Spaß mehr so wirklich auch an Caldera. Und dementsprechend waren die Uncut-Runden auch echt irgendwann langweilig. So, ne? Ich glaube, vielleicht habt ihr das auch gefühlt. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir geben uns mal wieder Caldera in seiner vollen Blüte. Landen hier richtig geil mitten im Brunnen drin. Lass uns aufklatschen, schauen der Lobby zu. Voll mit Zuschauern von mir, ne? Für die Leute, die eventuell das Format noch gar nicht kennen. Und niemand hat sich aufklatschen lassen. Ah, doch. So, bin gespannt, ob der Uncut im Clan-Tech hat. Who is it? Jay, ja. Jay wird... Darf nicht exekutieren. Vor allem mit dem... Oha! Mann, siehst du scheiße aus, wie unkorrekt. Oha, der Finisher ist ja übel geil. Ich wusste gar nicht, dass der Gulag-Finisher ein anderer ist. Weil normalerweise nimmt doch der Scream-Skin den von hinten, hält den Mund zu und sticht den dann ab. Das ist ja ganz anders jetzt gewesen. Krass. Einfach die Axt in den Solarplexus gerammt. Glaube ich nicht so gesund. Glaube ich tut weh. Muss auch nicht unbedingt sein. Kann man ändern? Echt? Ach ja, natürlich. Stimmt, du musst ja nicht unbedingt den Scream-Finisher nehmen, ne? Das ist dann quasi gar nicht der Scream-Finisher gewesen. Digga, hä? Ohne Scheiß, wieso? Ich glaube, ich habe seit anderthalb Jahren keinen Finisher mehr geändert von meinem Charakter oder so. Links ist übrigens einer auf dem Dach. Naja, unabhängig davon jetzt, ich wollte noch ein bisschen über Caldera reden. Wir wollen uns Caldera mal wieder in seiner vollen Blüte anschauen, ja? Ich habe auch, das kann ich euch schon mal vorwegnehmen, am Freitag einfach mal so offstream eine Runde gesucht, hab mich aufklatschen lassen, hab zugeschaut. Das kommt auch noch hier auf dem Kanal online. Beziehungsweise, warte mal. Ich glaube, das ist sogar schon online. Maybe kommt die Runde, die wir jetzt gerade aufnehmen, erst am Mittwoch und dann nehme ich die. Ja. Die Watchzone-Runde vom Freitag, die ich offstream ohne Zuschauer gemacht habe, die kommt am Dienstag online. Das heißt, die ist schon online, die Episode. Und ich bin gespannt, ob das jetzt einfach ein bisschen anders abläuft. Für die Leute, die das nicht gesehen haben, schaut euch das Video unbedingt an. Die Watchzone-Episode. Ganz, ganz schlimm. Einfach ganz, ganz schlimm. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare an der Stelle, ob ihr mehr Rebirth spielt oder mehr Caldera spielt. Auch an der Stelle an die Leute im Chat. Könnt ihr auch gerne mal in den Chat schreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, da werden jetzt irgendwie 90% Rebirth sagen. Verständlich auch, weil das ist es halt ehrlich leider nicht. Das ist halt ehrlich leider nicht. Only Rebirth. Ja, only Rebirth. Nur noch Rebirth. Rebirth, Rebirth, Rebirth. Rebirth, Rebirth, Rebirth. Caldera, ah. Trunks schreibt Caldera. COD gelöscht. Hm. Das tut natürlich weh. Nur Rebirth. Flo schreibt Caldera. Weiß ich jetzt nicht, Flo. Bis jetzt mehr Rebirth, okay. Okay. Caldera gar nicht, eine Rebirth. Das ist echt erschreckend, ne? Und, okay, neue Umfrage, das mache ich jetzt nur im Chat. Für die Leute, die das hier auf YouTube schauen, ist eher wahrscheinlich uninteressant jetzt, aber nochmal von neu. Habt ihr mehr Verdansk oder mehr Rebirth gespielt, als es Verdansk noch gab und Caldera noch nicht? Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Was habt ihr da mehr gespielt? Verdansk, 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 Rebirth, okay, Verdansk, Verdansk, okay, Chat rattert durch. Chat rattert durch mit Verdansk. Ein paar Leute schreiben auch Rebirth, mehr Spieler schreiben auch ein paar, okay. Aber ja, genauso geht's ja nämlich auch. Ich fand Rebirth, um ehrlich zu sein, damals auch gar nicht so geil, als es Verdansk gab. Ich hatte gar kein Bedürfnis, Was diese Abwechslung angeht. Wir haben auch, ich war übel oft abgefuckt so von so, ja, Verdansk war dann irgendwann langweilig und sowas, so, ne, war ja auch einfach nicht die allerbeste Map, muss man einfach ehrlich sagen, so, ne, aber die Map hatte halt so eine Seele, so, ne, das war einfach Warzone, so, Warzone war einfach Verdansk und öfter mal, wenn ich dann abgefuckt war von Verdansk, habe ich auch im Stream dann, ja, habe ich gesagt, so, ey, Verdansk fuckt mich gerade so ab. Richtig viele Leute haben so gesagt, so, ja, spiel doch mal Rebirth und dann habe ich aber meistens so gesagt, ja, da kommt man nicht durch. Habe ich meistens gesagt, so, nee, habe ich irgendwie auch keinen Bock, fühle ich eigentlich nicht mal so sehr. Und das ist irgendwie so lange so geblieben, bis jetzt Caldera kam und ich so keinen Spaß an Caldera hatte, dass ich wirklich mehr und mehr und richtig viel Rebirth gespielt habe. Sehr gutes Trophy-System, ehrlich, Jay, wirklich, also 10 von 10 Trophy. Das wird auch richtig viel bringen noch. Und seitdem habe ich jetzt, glaube ich, seitdem Vanguard Royale nicht mehr existiert und Vanguard Royale und Battle Royale zu
Battle Royale vereinigt wurden, habe ich nicht eine Runde Caldera mehr selbst in Battle Royale quasi gespielt. Die Frage, die ich mir übrigens auch stelle, ist, was ist eigentlich aus den Vanguard Royale Sachen geworden? Flugzeuge? Gibt es Flugzeuge jetzt in Battle Royale? Die ganzen Fahrzeuge von Vanguard Royale, gibt es die auch alle nicht mehr? Gibt es quasi, ist es nicht so, dass die verbunden wurden, die Modi, sondern es gibt quasi nur noch Battle Royale, ne? Die haben quasi Vanguard Royale einfach komplett gelöscht. Auch irgendwie weird, oder? Wieso existiert Vanguard Royale nicht mehr? Die haben das begründet mit, dass das quasi deren Testmodus war und sowas. Und dass sie das jetzt zu einem machen wollen. Aber ich glaube, das liegt auch an der, an den Spielerzahlen. So, ne? Caldera spielen halt deutlich weniger Leute als, uiuiuiui. Rip J. Ja, das kann er nicht überleben. Das kann er nicht! Was? Warte mal ganz kurz. Wenn er den Gunfight holt. Nein. Bosnian Razor. Hilfe. Und wenn das kein Streamsniper ist hier gerade mit dem SUV, der den nicht gleich komplett überfahren wird. Oh, er hat es nicht bekommen. Schade. Was war das denn aber gerade für ein Gunfight? So, Delme 465? Ja. 485 oder 465? Was ich sagen wollte gerade, ich glaube, das liegt aber an den Spielerzahlen, weil Verdansk wurde extrem viel gespielt und selbst da gab es nur Battle Royale auf Verdansk, ne? Und auf Caldera war es halt teilweise echt oft so. Phil streamt ja beispielsweise jeden Morgen. Perfekt, Mittelfinger geht raus. Dass die Lobbys mit 80 Leuten gestartet haben, so teilweise, weil es einfach irgendwie nicht genug Spieler gab, dass die Lobby startet. Das ist jetzt wohl teilweise mit Battle Royale immer noch so, aber natürlich splittest du dadurch nicht mehr die ganze Spielerschaft, die durch Caldera natürlich schon deutlich weniger geworden ist in N2 und kannst dann eher für vollere Lobbys sorgen. Ich glaube, das ist eigentlich der wirkliche Grund, aber das wurde nicht so öffentlich gesagt. 5 Sass. Naja, 3 Kills, ne? Also können ja mal tracken, aber ich glaube eigentlich nicht, dass da irgendwas sein sollte. 485. Oh. Account wurde nicht gefunden, oder was? Oder muss ich jetzt hier wieder über den Link direkt gehen? Nee. Ich finde den Account auf Kopfschrecker nicht. Nee. Nee, also ich sehe da keine, ich sehe da gar nichts. Ich weiß nicht, was da jemand gesehen hat, aber ich habe da nichts gesehen. Ich habe da nichts gesehen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das der eigentliche Grund war, wieso es Vanguard Royale nicht mehr gibt. Und ich muss ja ehrlich sagen, Caldera fand ich, also Caldera, die Map an sich fand ich nicht geil, hat nicht so viel Spaß gemacht, aber Vanguard Royale war an sich irgendwie schon irgendwie ganz cooler Modus so. Das war eine ganz andere Experience als Warzone davor, so andere Autos, irgendwie Flugzeuge und sowas. Klar, die meisten Sachen haben da trotzdem genervt, so. Aber dieses nur Vanguard-Waffen und sowas fand ich eigentlich auch gar nicht kacke, so. Und dass es halt gar nicht mehr gibt, auch mit K-Swiss und sowas, was da natürlich jetzt in Season 3 genervt wird, aber davor war es eben die ganze Zeit, oder jetzt ist es auch immer noch so ultra OP. Das heißt, richtig viele Leute snipen auf der Map auch und campen, was so schon ein Problem war, auch in Vanguard Royale. Deshalb sage ich, wie es ist, ich hatte null Motivation, den Modus zu spielen. Null. Warum hat er diese Tarnung aber Level 5? Naja, mit jeder Season wird doch auch das Season-Level zurückgesetzt, ne? Kann sein, dass er Atomar in der letzten Season erspielt hat und diese Season halt nicht mehr wirklich viel gespielt hat. Oder er hat, keine Ahnung, ein Unlock-All-Tool oder sonst irgendwas. Das haben ja auch richtig viele mittlerweile. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich werde so hart vom Gebüsch geholt, OMG. Das ist traurig. Das ist traurig. Oder er hat sie aufgehoben. Das kann natürlich auch sein, ja. Das kann natürlich auch sein. Und er ist halt Prestige Level 5, ne? Das ist jetzt nicht ein Standard Level 5, das ist Prestige und dann Level 5. Du levelst ja quasi einmal bis Prestige hoch, das ist bis Level 55. Wenn du es einmal geschafft hast, dann wird jedes Season quasi dein Prestige-Icon einfach nur zurückgesetzt. Und er ist halt jetzt ganz normal quasi, diese Season ist der Level 5. Sniper sollen in Season 3 unbrauchbar sein, damit habe ich auch gar kein Problem mit. Habe ich gar kein Problem mit, zeige ich, wie es ist. Also zumindest K und Swiss und sowas, ne? Die können ehrlich unbrauchbar gemacht werden, weil die waren echt einfach jetzt auch zu lange zu stark. Kann für Unlock All gebannt werden, ja sicherlich. Safe. Kann niemandem empfehlen, sich irgendwie, keine Ahnung, ein Unlock All Tool oder sowas zu holen. Ja, weil da kann man sowas von für gebannt werden.
Ja, aber wir sehen, das ist einfach gerade wieder so ein bisschen Caldera, ne? Delme fährt irgendwie auch gerade hier die ganze Zeit nur durch die Gegend. Es ist echt einfach Slow Pace, ne? Es ist echt einfach Slow Pace, leider. Wir schauen jetzt hier Delme gerade zu, der mit seinem SUV durch die Gegend fährt. Und es sind in der zweiten Zone 25 Leute live. Also ich sag's euch, es ist am Anfang von Caldera, hatte ich ehrlich Bock, so eine neue Map. Und Verdansk war ja auch dann irgendwann ausgelutscht, so, ne? Machen wir uns nichts vor. Irgendwann war es auch nicht mehr so geil, einfach Caldera, Verdansk zu spielen. Aber, dass es dann letztendlich doch mir nach so kurzer Zeit schon echt gar keinen Bock mehr macht, hätte ich auch nicht gedacht. Digga, zweite Zone, 25 Leute, ist fast schon sass, ne? Könnte ein Cheater drin sein. Aber es hat sich niemand im Chat gemeldet, dass jemand cheatet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich auch relativ niedrig. Weil normalerweise schreiben das immer direkt alle rein, wenn dann ein Cheater drin ist. Herzschlagsensor muss raus. Herzschlagsensor kann auch raus von mir aus, ja. Herzschlagsensor kommt von mir aus auch komplett raus. Wäre dann das Beste. Ja, jetzt so im Nachhinein safe. Aber die hätten halt auch ab und zu mal was an Verdansk ändern müssen, so, ne? Also, ich fand beispielsweise Verdansk, das Original Verdansk besser als Verdansk 84. Und die hätten öfter mal einfach was so ein bisschen an Orten ändern müssen, so. Ich finde beispielsweise die meisten Änderungen, die halt kamen, waren nicht so interessant einfach. Die meisten Änderungen, die kamen, waren nicht so interessant. Dieses Downtown, die drei Häuser, die eingestürzt sind und sowas, das konntest du ja danach irgendwie auch nicht so wirklich bespielen, die Zone da. Es war irgendwie nicht so interessant einfach alles, was sie da geändert haben. Deshalb, für mich war es schon wichtig, dass eine neue Map kam. Aber Caldera ist halt trotzdem Griff ins Klo gewesen, so, ne? Digga, was ist das eigentlich hier wieder für ein Gunfight? Delme ist tot. Ja. Moneyboy! Moneyboy ist wieder da! Trap House Kitchen. Jawohl, let's go. So, was spielt der Sekundär? Wahrscheinlich eine K, oder? Komm, switch mal auf deine Sekundärwaffe. Oder auf deine Primärwaffe. Ah, eine Swiss, okay. Ja, da könnt ihr euch schon mal von abwenden. Beziehungsweise das könnt ihr jetzt noch genießen, aber das wird nicht mehr lange so sein. Da sniped doch schon wieder irgendwo einer die ganze Zeit auf ihn, oder? Digga, das ist so schrecklich. Das ist so schlimm mit anzusehen und so schlimm. So, wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach so Pain. Das ist einfach Pain. So. Schussverkauf. Drohne, Self. Schmeckt. Noch eine Drohne. Ja, gut. Hat noch 5-2 jetzt auf Tasche. Das heißt, wenn er Self mal durchmachen sollte und Schussverkauf gleich vorbei ist, kann er sich nochmal ein Self holen. Ja. Das ist gut. Gut wirtschaftlich gehandelt da. So, da oben sind zwei Leute. Die fighten sich jetzt oder fighten sich nicht. Stu lebt noch. Okay. Deshalb sind so wenig Leute noch in der Lobby. Weil Stukex noch alive ist. Und die ganzen Leute tötet. Nehme neue Position ein. Ich verdelme. Ah, nice, Ecki. So, hier oben sind schon mal zumindest jetzt 4 Leute auf der Drohne. Das ist doch schon mal wichtig. 5 sogar, beziehungsweise einer ist gestorben. Das heißt jetzt wieder nur noch 4. Da sind 3. Oh mein Gott, da wird es gleich so abgehen. Das wäre jetzt geil, wenn ich jetzt hier einfach mit so einem Spectator-Mode so hier hin switchen könnte. Oder wenn ich mich jetzt einfach freien könnte von Moneyball und so selbst über die Map fliegen könnte. Mit meinem Controller, mit Maustastatur oder so. Und mir alles einfach von oben angucken könnte. Das wäre so geil. Aber geht halt nicht, ne? Geht halt nicht. Cheaters in der Runde? Nein, nein. Ziemlich sicher nicht. Nice. Oh, Alter! Oh mein Gott! Die Hellenbombe! Oh, das wird fürs Du nicht reichen. Das wird fürs Du nicht reichen, nee. Oh mein Gott, Bro! Alter, Stu kriegt 17 Kills und kassiert so eine unlucky Helmbombe, beziehungsweise für ihn unlucky, für Moneyboy natürlich sehr lucky. Ah, krass. Krass. Krass, krass, krass. Einfach Runde vorbei für Stu, weil ich glaube, ist Gulag noch, also ist Gulag noch, ja, wobei, ne, meint, dritte Zone. Wenn er noch Gulag hat, dann, ja, deswegen keine Sniper. Ja, wie gesagt, ich wollte, dass wir Caldera in seiner ganzen Blüte sehen, ohne Regeln, und wir merken, es ist Quatsch, ne? Es ist Quatsch. So, Moneyboy schleicht sich hier ran, ja? Ja, 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 gar nicht schlecht, aber... Ah, ne, auch nicht gesehen, auch nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist kein schlechter. Ah, und es reicht nicht. Wer ist das? Es ist... Krizzle. Krizzle? Ja, Krizzle oder Krizzle? Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Du schaffst es. Wir wissen es nicht.
Apfel-Gym. Einfach Apfel-Gym. Einmal Stun, einmal Sniper. Nice, du. Perfekt. Lieben wir. Nee, Caldera ist es einfach nicht, ne? Das ist krass. Dritte Zone, 9 Leute. Guckt euch diese Zone an. 9 Leute. Hatte ich bei Magic Bowling gesehen, aber hatte aber Angst, sich anzusprechen. Oha. Hätte es mich ansprechen können, wäre kein Problem gewesen. Es kam vorhin schon einer in den Chat, der gesagt hat, der hat mich bei in der Shisha-Bar da gesehen. Hat mich auch nicht angesprochen. Ihr könnt mich immer ansprechen, außer das Einzige, so wenn ich jetzt irgendwie mit einem Mädel unterwegs wäre oder sowas, wäre es glaube ich weird. Dann könnt ihr es unterlassen, weil dann so Privatsphäre so schon gerne respektieren, aber so, keine Ahnung, ich war ja mit T-Rock, Floyd, Matze und sowas, das wäre voll okay gewesen. So, ne? Aber keine Ahnung. Also jetzt die Vorstellung, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie mit einem Mädel essen oder sowas und dann, keine Ahnung, kommt jemand an den Tisch so, ey, können wir ein Foto machen oder so? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, ob das dann unbedingt sein muss. So, Amax Krizzle, komm. Ich will jetzt hier noch ein bisschen was sehen. Vielleicht sehen wir auch gar nichts mehr. Kann auch sein. Kann auch passieren. Also quasi immer, genau, ja, richtig, weil ich immer mit Mädels unterwegs bin. Sei das der Sugar Daddy. Ja, komm. Da habe ich wieder was Tolles angesprochen, oder Chat? Vielleicht steht sie drauf. Ja, genau. Genau. Hat er sich jetzt eine Drohne gekauft? Ich glaube, Self wäre gar nicht so blöd gewesen. Aber Drohne halt auch richtig, ne? Ui, und da ist der Digga, dieses Snipe! Es gibt immer noch Leute, die sagen, Snipen ist nicht zu stark in Warzone. Beziehungsweise Karl und Swiss sind nicht zu stark. Können Sie das verstehen? Weil ich kann es ehrlich gar nicht verstehen. Ich verstehe es überhaupt nicht, dass es echt Leute gibt, die sagen, Karl und Swiss sind nicht zu stark in Warzone. Also wird ja eh genervt, ne? Deshalb, die Diskussion ist ja quasi eigentlich irrelevant, aber trotzdem. Hä, er muss doch da... Hätte der nicht irgendwie der Close sein müssen sogar? Der ist, glaube ich, in der Hütte da links jetzt, ne? Oh, ja. Das hat man auch auf der Drohne gesehen. Ah, Krizzle. I'm RIP. Mit dem Kill an Krizzle. Zumindest schauen wir hier nur Uncut-Leuten zu. Das ist wichtig. Auf Caldera ist es auf jeden Fall richtig schlimm, weil du die Gegner so schlecht siehst. Ja, das halt noch zusätzlich, ja. Das noch mit dazu. Sieben Leute. Wo sind diese sieben Leute? Wir spielen hier gerade Suche und Verstecken für die Leute, die gerade frisch reingekommen sind. Das ist natürlich keine ganz normale Runde hier, ne? Das ist natürlich gerade Suchen, Verstecken. Es geht darum, nicht gefunden zu werden von einem RIP. Und deshalb ist es so, dass hier niemand fightet. Ja. Könnte man meinen, oder? Könnte man meinen. Alle in Büschen, ja. Kann gut sein. Es ist halt schrecklich. Also... Nee, ich will mich jetzt hier nicht das ganze Video über Caldera aufregen, so rum. Aber es ist echt irgendwie einfach so, ne? Also, ich kann es euch gleich sagen, das wird jetzt auch wieder die letzte Runde Caldera vor allem Solos sein, die wir in den Uncut-Runden machen. Keine Ahnung, vielleicht machen wir mal wieder Squads oder sowas. Oder wir machen irgendein neues Format, wo Leute Kill-Race gegeneinander machen oder sonst irgendwas. Aber Solo Caldera Uncut-Runden sind's nicht, oder? Sind's nicht. So, 5 Leute noch. Also unabhängig eigentlich von Uncut-Runden. Caldera ist es nicht, okay? So ist besser. Killrace wäre chillig, ist halt schwierig zum Zuschauen, weil wenn man Killrace macht, dann müsstest du ja beispielsweise... Das Einzige, wie du es machen könntest, ist 1 gegen 1 Killrace in der Trio-Lobby, weil ich muss ja auch mit drin sein und ich muss den beiden ja zuschauen. So, RIP wird gebeamt. Und kriegt das dann safe nicht durch, weil der Gegner ist schon da. Von Diddle. Oh mein Gott. Kennt ihr die Diddle-Mäuse noch? Diese Diddle-Blätter damals. Es gab ganz, ganz Verrückte, die da so richtig viele Diddle... Oh mein Gott, meine Ex hatte das sogar. Meine Ex hat so Diddle-Blöcke gehabt und hat die so gesammelt und so. Manche haben auch gerochen und sowas. So ganz, ganz verrückte Scheiße.
Ganz, ganz verrückt. Aber na gut, ich meine, was haben wir gemacht? Wir haben Yu-Gi-Oh-Karten und sowas gesammelt. Also wir dürfen uns da eigentlich gar nicht drüber lustig machen. Von daher, müssen wir eigentlich unser Maul halten, ne? Yu-Gi-Oh-Karten, todesgeil, safe. Aber für die Mädels, die Diddle gesammelt haben, war halt Diddle todesgeil, so, ne? Von daher, ja. Meine Cousine hatte 3 Ordner voll. Ja, ja, ich weiß. Das ist ganz schlimm gewesen damals irgendwie. Einfach Diddle. Der einfach. Das ist ja auch einfach nur ein Marketing-Move gewesen, so, ne? Wie sind die auf die Idee gekommen? War das gerade 1 gegen 1, oder? Oh, warte mal. 1 gegen 1. 1v1. Diddle versus whoever. Dreiköpfiger weißer Drache mit eiskaltem Blick, ja. Boah. Yu-Gi-Oh! War so geil. Ich habe es übrigens nie gespielt, ich habe immer nur gesammelt. Das ist so todesgeil. Der Erfinder hieß Diddle. Ah, okay. Ja, ich meine aber nicht unbedingt, wie die auf die Idee kamen mit dem Namen, sondern wie die auf die Idee kamen, einfach so Mäuse auf Blöcke zu machen und das so zu verkaufen. Das war ja ein dickes Geschäft, ne? Richtig krass. Was nimmt denn nicht das Kopfgeld an? True. Diddle, du könntest an der Stelle übrigens das Kopfgeld annehmen. Oh mein Gott, und es funktioniert sogar noch. Ich fass es nicht. Nein, nein. Ja, ja. Es funktioniert sogar noch. Unfassbar. Er ist aber schon close. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Du hast ihn gesehen. Ja, yeah. Und das muss er schon sein. Ja, GG's. GG's, Diddle. GG's. Du hast einen Diddle-Block mit Lavendelduft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. GG's, was eine Zumutung, ehrlich gesagt, aber was eine Zumutung, wirklich. 2000 IQ-Play mit dem Kopfgeld, ja. Digga, wie lang das, also, dieses Geräusch auch da die ganze Zeit im Hintergrund. Oh, guck mal, richtig viele mit Ankert hier im Clantech. Boah, aber hier unten auch richtig viele nicht, aber hier auch wieder richtig viele. Ja, richtig. Da einer Noisy im Clantech? Was will man denn für Zwergen spielen? Das bringt ja gar nichts. Zwergenaufstand, oder was? Zwergenaufstand. Oh mein Gott, Steiner. Das habe ich auch vermisst an Kelly, oder? Weil das geht nicht mit so wenig Leuten auf Rebirth. Da geht der Chat. Da passiert das leider nicht. GG's.